guten Abend. Heute ist Gunter Gabriel mein Gast auf dem H1-Sofa. Für seine Fans ist dieser Mann eine lebende Country-Legende. Sozusagen unkaputtbar, trotz eines Lebens auf der Achterbahn. Er ist Sänger, Komponist, Textschreiber und das Idol aller Trucker. Und weil sich die Trucker alle duzen, bleibe ich heute auch beim Du mit Gunter Gabriel. Hallo Gunter. I love you. Super, I love you. Dass du da bist. Du kommst direkt aus Berlin, aus den Studios, wo du wieder arbeitest mit neuen Songs. Sag mal, kommst du gern nach Hannover? Wirklich gerne, aus verschiedenen Gründen natürlich. An erster Stelle steht natürlich meine Ex-Frau, mit der ich heute noch befreundet bin. Wir haben uns vor 30 Jahren, glaube ich, getrennt. Wir haben eine wunderbare Tochter gezeugt, damals auf dem Rücksitz vom Fiat 600. Weiß die Tochter das? Ja, nein, das ist Traumhafte. Mit dieser Frau habe ich meine entscheidenden Jahre in Hannover verlebt. Das kann ich erst heute sagen. Früher habe ich das natürlich anders gesehen. Ist das die Gabriele, der du deinen Nachnamen Gabriel verdankst? Ja. Ich war hier beim Nachwuchswettbewerb damals, da hieß es nicht, Deutschland sucht den Superstar, das hieß damals Jekami, jeder kann mitmachen. Und da sagte der Ansager, es war ein fröhlicher Wernberg, immer am Bahnhof den. Ne? Kaspelherr, so heißt ich ja eigentlich. Das ist kein Name, mit dem werde ich dich nicht ansagen. Denk dir einen Künstlernamen aus. Und meine Freundin hieß damals Gabriele, wurde dann später meine Frau. Sag ich, Gabriele ist ganz gut. Und heute, muss ich sagen, bin ich froh, weil der Name hat ja auch was Spirituelles. Ich habe auch da zum Beispiel immer dieses Buch dabei, was Gabriel bedeutet. Gabriel ist ja hebräisch und heißt der Verkünder. Und so gesehen bin ich ja als Songschreiber der Verkünder, der sagt, da geht's lang. Aber das ist doch großartig. Das kommt alles von Hannover durch Gabriele, in die ich damals unsterblich verliebt war. Dein Leben ist ja eng verbunden mit der Fahrenwalder Straße. Wir blenden jetzt mal vom Himmel wieder auf die Erde nach Hannover zurück. Was war da los in der Fahrenwalder Straße? Da hast du einen ziemlich schweren Job gemacht, oder? Ich bin hier nach Hannover gekommen. Da war ich Schlosser, Lehrling, Schweißer. Und ich habe hier meine Lehre zu Ende gemacht. Und dann habe ich als Geselle gearbeitet bei Hanomag. War damals eine super Firma, Kamasutra oder so ähnlich als es heute. Kamasutra ist ja wieder was ganz anderes. Aber jedenfalls habe ich mein Abitur nachgeholt hier und habe aber in der Fahrenwalder Straße 192, da habe ich in einer so einem hüttenähnlichen Verschlag gelebt und war gleichzeitig Nachtwächter auf einem Speditionshof. Damals gab es ja noch keine Container, sondern nur so Planen auf den LKWs und die wurden oft nachts aufgeschnitten. Dann wurden die Fernseher rausgeklaut und so weiter. Ich musste dafür sorgen, dass das nicht mehr passierte. Dafür durfte ich da umsonst wohnen. Da hast du aber deine Liebe zur Musik entdeckt und irgendwann gemerkt, Mann, das ist nicht mein Ding, ich will Musik machen. Ja, das dauerte natürlich noch, auch während der Zeit, als ich noch studierte. Und da war ich in verschiedenen Clubs als Discjockey hier und ich habe gemerkt, eigentlich ist das Entertainment mir näher als dieses sture Konstrukteurgehabe und Logarithmen auswendig lernen und die Wurzel auch sowieso. Und das, aber ich habe immerhin studiert hier in der Ingenieurschule Ricklingen, Maschinenbau, und war sogar Studentensprecher und AStA-Vorsitzender und so, war also immer jemand, der vorne war. Ne? Und hast du ja beibehalten im Leben, immer vorne zu sein. Weißt du noch, was so dein erster erfolgreicher Song war? Das war natürlich, das ist auch unglaublich, ja, weil sich da ein Kreis schließt. Mein erster Erfolg in der Hitparade damals war ja, ich war ja eigentlich nur Songschreiber, aber in der Hitparade sang ich plötzlich einen Song, den keiner anderer singen wollte. Weder Rex Gildo noch Howard Carpendale, und damals gab es ja noch keinen Rock richtig. Ne? Das war eigentlich ein Song von Bob Dylan, der jetzt gerade 75 geworden ist. Und den Song hatte im Original Johnny Cash gesungen. Ne? Kannst du uns mal singen? Pass auf. Der Song hieß ja im Original Wanted Man in California, Wanted Man in Ohio, Wanted Man in South Carolina, Wanted Man in Buffalo. Und jetzt in Deutsch. Ich werde gesucht in Bremerhaven, ich werde gesucht in Wuppertal. Ich kann nachts nicht ruhig schlafen, denn man sucht mich überall und so weiter. Das war die Zeit, als die Sänger in Deutschland immer sagen über fremde Städte, meinetwegen
Ja. Michael Holm sagt, Mendocino, Mendocino. Rex Gildo sagt, Jose Mexico. Und der Schlimmste war Bata Illich, der sagt, ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii. Ja, ich sage, seid ihr verrückt? Ihr müsst sagen, es muss der Vater und des da, deutschen Country-Rocks. Ja, da habe ich gesagt, es muss, kann auch in Deutschland laufen. Und so habe ich das in Deutsch übersetzt. Ne? Hat eigentlich auch deine Liebe zu den Tackern hier in Hannover begonnen? Ja, genau. Weil das war ja eine Spedition, die und Lagerung, und da wurden die ganzen Trucks beladen. Und da habe ich gemerkt, dass diese Trucker oder Fernfahrer oder Kutscher, nannten wir die ja damals, eine Schlüsselfunktion haben, bis heute hin. Und zwar die wichtigste Schlüssel, ich sage immer, wenn es die Fernfahrer nicht gäbe, würde bei uns die ganze Wirtschaft stillstehen. Wir hätten kein Bier, wir hätten keine Pampers, wir hätten kein was weiß ich alles. Das alles, was in den Supermärkten ist, in Aldi und was weiß ich. Und ich sehe das jetzt auch, wenn ich auf meinem Hausboot sitze in Hamburg, wenn die Containerschiffe ankommen aus China oder aus Südamerika. Das sind 12.000, 18.000 Container. 200, 300 später sind die ganzen Dinger leer. Das kommt durch die Fernfahrer und natürlich durch die Eisenbahn auch und durch die Binnenschiffer. Aber an erster Stelle, die ganzen Straßen sind verstopft. Ja, durch diese. Du hast ein tolles Lied für die Trucker gemacht, das heißt, komm mit mir auf Tour. Hast du das auch drauf für uns? Nee, das habe ich so nicht so. Komm mit mir auf Tour, da wurde ich nicht. Aber mein Schlüsselsong ist ja, er werden 30 Tonnen Diesel und ist die meiste Zeit auf Tour. Und er gibt dabei sein Bestes, Tag für Tag rund um die Uhr. Und er fährt seit Jahr und Tag schon im Hamburg, Lissabon und jeden Parkplatz, jedes Rasthaus, jeden Tankwart kennt er schon. Jetzt kommt der Refrain. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Sein Zuhause, das ist die Autobahn. Und so, das war ein sehr Schlüsselsong. Ne? Du hast den Song gemacht, da hast du noch gar nicht gewusst, dass du in einer richtig knallharten Männersee, in einem Männersender, das mal noch richtig ausbauen würdest. Du bist der Sprecher von der Serie Asphalt Cowboys. Die läuft auf D-Max, heißt dieser Sender. Ist jetzt in der 5. Staffel, ein super Erfolg. Wie ist das für dich, dass du plötzlich Sprecher in einer Serie bist? Ja, mir gefällt es, dass ich genau in der Serie bin, weil ich habe Ahnung davon. Ich weiß genau, was läuft auf der Straße. Ich lebe ja schon seit 50 Jahren auf der Straße. Ich bin ein Straßenhund und ich bin der Freund aller Fahrer, weil ich sie richtig einschätzen kann. Wir sind Kerle. Wir sind Männer und nicht so Weicheier, die jetzt so rumrennen. Ja? Das sind Männer, die eine große Verantwortung haben, noch mehr heute als früher, weil es heute durch die Digitalisierung noch viel schwieriger ist, irgendwie mal eine Pause zu machen. Nachts stehen die ganzen Wagen auf den Parkplätzen. Was machen die Kerle da drin? Was machen die, wenn die morgens aufwachen? Ganz alleine, keine Frau, keine soziale Bindung. Die Trucker, das sind einfach die, mit denen du dich total identifizierst. Aber nicht nur die Trucker, auch guck mal, ich wohne auf einer Werft in Hamburg. Ne? Wenn ich morgens aufwache, dann höre ich schon die Vorschlaghammer und die Schweißgeräte und die Flexe und die Malocher. Übrigens kein einziger Deutscher, nur Polen und Russen. Kein Deutscher würde mehr diese Arbeit tun, die Schiffe auseinanderschweißen, Schäden zuschweißen, spachteln und so weiter. Und das macht mich glücklich, dass ich dafür ein Gefühl habe. Und ich singe also auch nicht nur für Trucker, sondern für alle, die wirkliche Maloche machen und auch beschissen werden vom Staat. Siehe jetzt wieder mit den Rennen. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Ist ja zum Beispiel auch einer deiner Knaller. Spiel ihn doch nochmal bitte für uns. Das ist ja auch ein Wunder, wie ich auf sowas überhaupt gekommen bin. Ja? Verstehst du, das ist, ich bin heute so glücklich, dass ich vom lieben Gott gesegnet worden bin mit diesem Talent. Ne? Wie geht das nochmal? Das fängt ja schon an mit einem Sprechteil. Das habe ich gelernt von Johnny Cash. This song is dedicated for all the girls in the world oder was weiß ich. Ne? Und ich sage, mein Name ist Bruno Wolf und bin seit 15 Jahren hier am Fließband, habe meine Arbeit getan. Aber heute muss es raus. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Jeden Morgen fahre ich mit dem Fahrrad in Betrieb und schaffe mich und tue meine Pflicht. Und wer da glaubt, dass ich da nur eine ruhige Kugel schieb, bei mir da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin noch einer, der die Firma stützt und der sie hält, der nie auf krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Ich sage, hey Boss, ich brauche mehr Geld, yeah, yeah, yeah. Ich sage, hey, ich brauche mehr Geld. Ein Riesenhit, den du da gelandet hast. Erzähl doch mal,
Du kommst gerade aus dem Studio. Was machst du denn eigentlich so aktuell gerade? Also ich produziere jetzt meine neue CD, die, sagen wir mal, den Arbeitstitel hat Sturm und Drang ein Leben lang. Ich plädiere dafür, nicht aufhören zu arbeiten, nicht auf Rentner zu machen und darauf zu warten, dass du stirbst, sondern jeden Tag Gas geben, jeden Tag Gas geben. Ja? Das, was ich auch tue. Ja, ich habe heute Nacht zum Beispiel noch in Kühlungsborn gespielt mit meiner Band. Bin 700 Kilometer gestern gefahren, bin trotzdem heute hier. Zu uns, ne? Nach Hannover, ja, zu kommen, Dankeschön. Da, ne? Das meine ich eben. Ne? Also man muss diese Leidenschaft haben und nicht spekulieren, dass also mit 65 oder 67 die Rente und dann ist die sowieso zu wenig. Und so. Also den Quatsch, den tue ich mir nicht an. Ne? Und ja, das hat mich so inspiriert, immer irgendwie unterwegs zu sein, im Studio vor allen Dingen etwas Kreatives, Neues zu schaffen. Ich produziere im Moment den Gottlieb Wendehals, der total durchhängt und er braucht einen neuen Song. Ich habe einen Song, da hat er sogar geweint beim Singen. Gut, der ist noch nicht fertig. Dann Komm mit mir auf Tour, dieser Song, der für das Asphalt Cowboy Team geschrieben worden ist. Mit der Hauptfigur, der so aussieht wie Iggy Pop, mit so langen Haaren, Pete Hackman. Der singt diesen Song, Komm mit mir auf Tour und Fahrer, du bist Deutschlands bester Mann. Die Songs habe ich für ihn geschrieben. Und dann schreibe ich noch diverse andere Songs. Für Helene Fischer habe ich jetzt einen Song geschrieben. Und ich bin dabei. Ja, ich sehe schon, du bist gut drauf. Du hast uns ein paar Bücher mitgebracht, hast gesagt, das sind so meine Lebensstützen. Vielleicht wollen Leute, die auch noch lange gut drauf sein wollen, mal wissen, was du so hast. Das ist zum Beispiel Held, das sind meine Notizbücher. Ne? Aha, okay. Ich laufe immer mit Notizbüchern, weil mir manchmal Gedanken kommen, da habe ich 10 Sekunden später schon wieder vergessen. So wie Keith Richards halt auch sagt, ich muss das sofort auf mein Ding da dick davon, sonst ist es weg. Die Phrase zum Beispiel von Satisfaction, da, 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 die hat er nachts im Traum erfunden auf sein Diktaphon und so mache ich das auch. Ne? Also ich habe hier alles, was interessant ist, so auch Songideen und manchmal auch schöne Mädchen hier in der Bause. Die Bause ist natürlich eine dufte Alte. Ne? Auch für die hätte ich auch Inga Bause. Ah. Inga Bause, diese Bause-Frau. Okay. Ja. Ne? Kenne ich flüchtig nur, aber finde ich eine tolle Frau. Hätte ich auch einen Song für die. Und das ist auch eine sehr schöne Frau. Also die Frauen spielen natürlich bei mir sowieso die wichtigste Rolle. Da kommen wir gleich noch. Aber ich habe auch immer hier dieses, was übrigens auch Angela Merkel immer in der Handtasche hat. Das konnte ich nicht glauben. Ich habe das gelesen, dass sie immer ein Gesangbuch dabei hat. Mundorgel. Ich konnte meine Mundorgel nicht wiederfinden. Ein christliches Gesangbuch oder ein Gesangbuch mit Volksliedern oder so? Mit Volksliedern, ja. Ah, okay. Ja, auch christliche Lieder sind da auch drin, aber diese Lieder, Songs und Evergreens. Ich habe nämlich festgestellt, die meisten Menschen haben kein einziges Lied mehr drauf. Ich wette, von den Kameraleuten, die hier sind, kann ich ein Lied singen. Ein ja, ganz normales. Wir lassen es jetzt mal nicht drauf ankommen, und ich finde das eigentlich schade, dass auch Kinder, kleine Kinder, denen kannst du, es wird nicht gesungen. Und das ist so furchtbar. Und das sind die Schlüssel für mein Leben, für ein philosophisch angehauchtes Leben. Das, was mich immer beeinflusst hat, war das Buch von Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Ne? Das, hast du auch so Träume, da mal als alter Mann und am Meer zu sitzen? Ach so, wie der Haus haben von Peter Fox. Ja. Also Wasser muss auf jeden Fall dabei sein und nur rumzusitzen, das kenne ich gar nicht. Ne? Mhm. Ich würde auch nicht angeln, wirklich nicht. Das finde ich furchtbar. Aber Wasser ist, das hat was mit meinem Sternzeichen zu tun. Skorpion, Zwilling, die wollen Wasser haben. Und das ist hier auch, was mich immer begleitet hat, Kästners lyrische Hausapotheke. Der hintergründige Humor magst du gern? Und die Bonbons, die zum Beispiel Entwicklung der Menschheit. Früher haben die Kerls auf den Bäumen gehockt und behaart mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Dann gibt es 6, 7 Verse und zum Schluss, da sitzen sie nun in zentral geheizten Räumen und sind dieselben Affen wie damals auf den Bäumen. Und das ist auch das Wahnsinnige. Diese ganze Digitalisierung, wo führt die hin? Im Grunde sind wir Menschen die langweiligsten Modelle, überhaupt es geht. Jedes Automodell ist moderner als wir. Wir müssen uns immer noch die Nase putzen, wenn wir verschnupft sind. Ja. Wir müssen uns immer noch auf Toilettenbecken sitzen und mit Lokuspapier den Arsch abputzen. Ja, so. Also das ist doch unglaublich, wenn man sich darüber nachdenkt, wie langweilig wir eigentlich sind. Ja, aber jeder Mensch ist doch ganz anders. Du zum Beispiel bist was ganz Besonderes. Du bist nämlich
dort geflüchtet, wo andere unbedingt hinwollen, um berühmt zu werden, nämlich aus dem Dschungelcamp. Passt ein bisschen jetzt zu dem Kästner. Was hat dich eigentlich ins Dschungelcamp getrieben und warum bist du nach 5 Tagen wieder weggelaufen? Getrieben hat mich da natürlich die Abenteuerlust. Auch die Garage vielleicht auch ein bisschen? Ja, weniger. Ich habe die gleich verteilt an meine Kinder. Ja. Ich weiß bis heute noch nicht, was ich gekriegt habe. Es waren irgendwie um 200.000. Aber das Geld ist mir einfach egal. Verstehst du? Klar, ich brauche auch Piepen und so. Ich muss meine Miete bezahlen, was weiß ich. Aber das hat keinen großen Stellenwert. So wie bei mir, meinetwegen bei Dieter Bohlen, der in meine Kneipe kommt und sagt, wer zahlt mir heute Abend das Abendbrot? Ich sage, bist du eigentlich bescheuert? Wenn ich da reinkomme, sage ich Malteser für alle. Das sind meine Blickpunkte. Ja. Und Dschungelcamp war natürlich so, das gilt für alles in meinem Leben. Und ich möchte das auch immer ganz jungen Leuten sagen. Wagt was. Macht nicht immer auf Sicherheit. Die heute wollen immer gesichert sein. Es gibt keine wirkliche Sicherheit. Und außerdem, wenn du was wagst und sogar noch Erfolg hast, dann bist du besser dran als vorher. Und ich habe gedacht, Dschungel würde ich normalerweise niemals hinfahren. Ich bin ja froh, dass ich da raus bin. Oder wir selber leben ja auch im Dschungel hier in Deutschland oder Europa. So grauenhaft, was im Moment läuft. Und da habe ich gesagt, ich werde bestimmt mit neuen Erkenntnissen wieder nach Hause kommen. Und das ist auch gewesen. Ich bin natürlich schwer lädiert worden da durch eine Infektion. Ja, ich habe eine Infektion gekriegt, weil ich auf der Erde lag. Wahrscheinlich haben mich ein paar Spinnen, ohne dass ich es gemerkt habe, oder Schlangen. Oder es war jedenfalls erstmal nicht zu merken. Und ich hatte auch zu wenig Wasser zu trinken. Als alter Sack sozusagen hätte ich mehr Wasser gebraucht. Und da habe ich Kraft verloren. Ne? Ja. Furchtbar Kraft. Und das hat man ja auch nachher gemerkt, nach 4, 5 Tagen konnte ich nicht mehr. Und ich merkte, da braut sich was zusammen. Darum habe ich schnell die Reißleine gezogen und gesagt, los, holt mich ja wieder raus. Und einen Tag später im Hotel, in einem piekfeinen Hotel, wo auch die Rolling Stones, U2 und so übernachten, fiel ich rückwärts in die Hotelhalle und wusste nicht mehr, wie ich heiße. Ja, die einen Schlaganfall gekriegt. Stell mal vor, da kriegst du einen Schlaganfall und weißt es gar nicht. Ich konnte 2 Tage mich nicht erinnern, wie ich heiße. Kannst du das vorstellen? Und heute sitze ich wieder und kann einigermaßen noch quaken. Hast du alles gut überwunden? Ja, aber ich bin auch da auch gesegnet. Da wollte ich noch mal gern drauf zu sprechen kommen. Ich kenne keinen, der so ein Achterbahnleben hat wie du. Du hast Millionen eingenommen, Millionen Riesenhits geschrieben, warst gefeiert und dann gab es eine Phase, da hast du im Wohnwagen gelebt und hast keinen Pfennig Kohle gehabt. Wie schaffst du das? Was ist das ein Geheimnis, dass du dich immer wieder raufgerappelt hast? Ich habe mich ja nicht gestürzt gefühlt. Das macht die Gesellschaft ja aus dir. Nur 10 Millionen Geld zu verlieren, heißt ja nicht, dass ich mich verloren habe. Das ist natürlich eine Grundlebenseinstellung, die ist so fast philosophisch, die ist gekommen durch mein ganzes Leben. Ja. Guck mal, meine Mutter, die hat sich aufgehängt, da war ich 3 Jahre im Krieg. Ich bin ja im Krieg geboren, vergiss das nicht. Deutschland war nicht so schick wie jetzt. Das war alles im Arsch, hier auch Hannover, alles im Arsch. Ja. Und ich bin dann so bei Großeltern, bei Onkeln und Tanten groß geworden. Ich habe also praktisch niemals eine Familie gehabt, was schrecklich ist, was ich mir aber immer ersehnt habe. Und dann wirst du, sagen wir mal so, angstfrei. Dann merkst du, du kommst überall durch, wenn du der Lage nicht direkt bewusst bist. Als ich 10 Millionen verloren hatte, dachte ich natürlich erstmal, so eine Scheiße. Was ist da passiert? Ja, ich habe versagt. Ich habe den falschen Leuten vertraut und haben das Geld versäbelt. Die Leute, die das damals sich unter den Nagel gerissen, sind alle schon tot. Ist das nicht schön? Ja. Davon habe ich aber mein Geld nicht zurückgekriegt. Ich habe 10 Jahre im Wohnwagen gelebt und nachträglich muss ich sagen, die geilste Zeit meines Lebens. Allertaler Tankstelle, kennst du ja, ne? Hannover Allertal. Da hielt ich die erste Nacht mit so einem mickrigen Tabak-Wohnwagen. Kommt da eine Mädchen an, so 22, 23. Bist du nicht Gunter Gabriel? Ich sage, ja. Wohnst du in diesem Tabak-Wohnwagen? Ich sage, ja. Darf ich mal ein Wochenende mit dir mitfahren? Ja, was meinst du, was da passiert ist? Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Das geht ja schon gut los. Und dieses Mädchen stellte sich heraus, war ein Fotomodell, lebt jetzt in den USA, hat mir neulich eine E-Mail geschickt. Die ist nämlich nicht 3 Tage geblieben, sie ist 3 Jahre geblieben. Sie schrieb mir jetzt eine E-Mail, wir sind immer noch freundschaftlich verbunden. Sie schrieb mir, die 3 Jahre mit dir waren die schönsten meines Lebens. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich sage heute auch, als alter Sack, was war das für eine geile Zeit. Du glaubst es erst nicht. Guck mal, ich habe hier in Hannover in der Reparaturwerkstatt hinter den Regalen geschlafen, 1 Jahr lang. Da haben die Tauben auf mein Bett geschissen und die Ratten sind über mich weggesprungen. Da sage ich,
Wie geil ist das? Da waren Jugendliche aus dem Gefängnis, die rauchten morgens schon solche Joints. Ich habe solche Joints noch nie gesehen. Ne? Und heute kann ich mich darüber totlachen. Ich sage, ist geil, was du da so erlebt hast. Und ich habe das Lachen ja nicht verloren. Das ist das Entscheidende. Ja. Du hast auch eine geniale Idee gehabt, Gunther, auf die möchte ich auch noch mal zu sprechen kommen. Als du so richtig Kohle gebraucht hast, hast du die Wohnzimmerkonzerte erfunden. Erzähl doch mal. Das ist wirklich das Größte. Das ist nämlich jetzt so ein richtiger Hype geworden. Alle, oh Jürgen Dresen, wie sie alle heißen, die machen auch Wohnzimmertouren. Ja, ich hatte 500.000 Mark Steuerschulden, ne? Mark. Und oder Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls, da sagte die Eva Herrmann damals, NDR, war hier übrigens, die Sendung war hier in Hannover, NDR Talkshow, ne? Ne, Tietje und Herrmann, so hieß sie, glaube ich. Die sagt, warum machst du keine Insolvenz? Ich sage, ich werde niemals eine Insolvenz machen. Ich komme aus der Zeit von Adenauer, Erhard, Heuss. Ich mache euch jetzt mal vor, wie man aus der Scheiße rauskommt. Und habe meine Telefonnummer auf so einen Zettel geschrieben. Jeder kann mich buchen zu Hause auf dem Wohnzimmerteppich für 1.000. Ruft mich an. Ich brauche nur 500 Leute und schon bin ich aus der Scheiße raus. Und weißt du, was passiert ist? Das war ja nicht meine eigene Telefonnummer von einem Agenten von mir. 2.000 Leute am ersten Wochenende, kannst du dir das vorstellen? 2.000, das waren 2 Millionen Euro. Und machst du es immer noch mit den Wohnzimmerkonzerten? Ja, ich habe gesagt, ich wollte Ihnen ja nur zeigen, so kann man was bewältigen. Ja. Und es ist aber so großartig, die Leute sind so glücklich und ich bin auch beglückt, ja. Ich habe neulich Peter Maffay gesagt, was ist deine Lebensphilosophie? Ich möchte nie erwachsen sein. Kann das sein? Kann das sein? Ist das wirklich dein Ernst? Und er kommt ja nie so nah daran, ja. Also das ist... Was ist denn eigentlich so der Hit von den Leuten, bei denen du singst? Ich würde gerne noch mal ein Lied von dir hören. Das gibt verschiedene. es gibt Experten. Die kennen alles von mir, ne? Kennen alles von mir. Sing doch mal was von Johnny Cash vielleicht. Was von Johnny Cash, oh gut, okay. Der berühmteste Song von Johnny Cash ist natürlich Love is burning sing and it makes the fire ring. Bound by wild desire I fell into the ring of fire. Und yes. I fell into the burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 ich sage, the ring of fire, the ring of fire. Ein Superhit. Ja, ja. Und du hast ja auch als Johnny Cash 150 Mal auf der Bühne gestanden. 300 Mal. Gut, ich will nicht. Drei. Das ist auch Wahnsinn. Ja. Und machst du das noch weiter? Das war ein sensationeller Erfolg. Ich bin immer wieder überrascht, muss ich sagen. Also ich bin überrascht, dass sich das so entwickelt hat. Weil ich bin ja 30 Jahre mit Cash befreundet gewesen, weil ich damals seinen Song geklaut hatte. Ich werde gesucht in Bremerhaven. Und dann hat er gesagt, who's that fucking German singer singing my songs in German language? Wer ist der bekloppte Deutsche? Und dann hat er mich eingeladen zu sich, in die Küche, bei ihm zu Hause in Hendersonville. Und ich bin da wirklich hingefahren. Ich konnte kein Wort Englisch, ich habe das schnell noch im Crashkurs in Berlin, der Berlitz School gelernt. Und ich dann dahin. Und dann ist es wirklich so gekommen, dass nach 2-3 Stunden er gesagt hat, wenn ich in Deutschland bin, rufe dich an. Und das hat er wirklich getan. Ich war sogar hier... an der Hanomarkt, da gibt es doch so ein Musikding da. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt, so mit so einer Art Zelt. Da ist er 1993 oder 94 aufgetreten. Da hat er mich angerufen, komm rüber. Und dann haben wir noch vorher gebetet hinter der Bühne und noch einen Whisky getrunken. Und dann hat er mich echt, ich weiß nicht. Ja, bist du ein sehr religiöser Mensch? Ich bin spirituell, aber nicht unbedingt. Mein wahrer Gott, der wohnt in Prag. Und da ist Karel, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ja, ich lebe nach den 10 Geboten, das ist klar. Mhm. Aber jetzt fällt mir gerade noch eine Anekdote ein, ich gerade hier in Hannover war. Es gibt's nicht, dass mir das jetzt gerade einfällt. Er sagte, ich rufe dich auf die Bühne, wenn es soweit ist. Ja. Und ich hatte damals auch schon ein bisschen ein Bierchen und so und musste dringend zur Toilette und bin hinter die Bühne auf die Toilette. Unter. Mach so, nein, nein, nein. Ich stehe da so am Pinkelbecken. Mit einmal höre ich, and now a good friend of mine, Gunther Gerber, come on stage, let's sing a song together. Und ich stehe da. Ich sage, ach du große Scheiße, ach du große Scheiße.
Es hat dann aber doch noch. Später hat er mich einfach auf die Bühne gewinkt. Ja? Ja. Und dann hat dann tatsächlich einer von der hannoverschen Presse, glaube ich, geschrieben, Gabriel hat sich einfach auf die Bühne gedrängt. Ne? Und das ist aber witzig. Ne? Und ich habe heute noch die Aufnahmen. Das sind so Anekdoten, die finde ich einfach köstlich. Haben dich total geprägt. Ne? Mhm. Ja, ich finde das einfach toll. Ne? Sag mal, Gunther, ich muss dich noch was fragen. Du hast 4 Frauen gehabt, warst 4-mal verheiratet, aber keine hat gehalten. Bist du nicht so ein Mann von Dauer für die Frauen? Ja, das stimmt, ja. Ich liebe alle Frauen, dich auch natürlich. Ihr seid ja im Grunde das Wichtigste, was wir haben. Wir Männer sind ja Idioten. Ne? Wir sind ja im Grunde Tiere. Ne? Wir sind wie Kanickelböcke. Ne? Das meine ich auch so. Und wir können ja wenig treu sein. Ne? Und ich bin auch schnell gelangweilt, gebe ich zu. Aber alle Frauen, die ich mal geliebt habe, mit denen habe ich heute noch Verbindung. Auch mit denen, die ich verheiratet war. Aber ihr seid die Krönung. Das ist, und liegt nicht, das jetzt an dir oder an den falschen Frauen, dass es nie hält? Das liegt an mir natürlich. An wen soll es sonst liegen? An mir. Weil ich so gestrickt bin. Weil ich natürlich auch nie eine Familie, ich habe ja auch nie eine Mutterliebe. Ich habe das nicht drauf. Ich habe dieses Familienleben einfach nicht drauf. Ich bin auch zu unruhig. Ich bin unruhig. Ja. Aber du hast 4 Kinder und so wie man immer hört, bist du ein super Vater, trotz deines unsteten Lebens? Ja, das ist natürlich klar. Je älter ich werde, desto alles kriegt eine andere Wertigkeit. Guck mal, ich fahre doch heute keine Harley-Davidson mehr. Habe ich mal gehabt. Wer braucht das noch? Oder zum Beispiel, alle gucken in Deutschland, fahren schwarze Autos. Dein Mann auch, fährt auch. Alle fahren so Leichenwagen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Mein Auto ist pink. Verstehst du? Ich habe einen pinken Cadillac von einem Typen hier in Hannover geschenkt gekriegt, der unbedingt meine Deutschland-Gitarre haben wollte. Ja? Verstehst du? Ich muss fröhliche Farben haben. Das Leben ist doch scheiße genug. Ich muss doch jetzt mit schwarzen oder grauen Autos rumfahren. Aber diese Freude am Leben, hast du das geschafft, die deinen Kindern mitzugeben? Ja, ich habe denen gesagt immer, bitte nicht in der Masse hinterherrennen. Wie Rüdiger Nebeck sagte, der Mensch ist ein Herdentier und rennt den anderen hinterher. Wer den anderen hinterherrennt, rennt ja nur Arsch. Ärschen hinterher, ne? Das ist so, als wenn ich jemand in den Stau fährt und fährt da einfach, bleibt da einfach im Stau stehen. Ich habe neulich einen 100 Kilometer Stau hinter Berlin gehabt und mein Fahrer wollte da drin bleiben. Ich sage, bist du eigentlich beknackt? Die nächste Ausfahrt. Und wenn wir über einen Parkplatz, über einen Acker fahren, ne? Und das habe ich meinen Kindern beigebracht. Ich habe ihnen gesagt, seid Außenseiter und tut das, was euer Herz euch empfiehlt. Und dann werdet ihr glücklich sein, dann braucht ihr nur einen guten Lover und dann hat sich die Sache. Gunther, du hast bald Geburtstag. Am 11. Juni wirst du 74. Ich sage immer 75. Warum? Machst du dich älter? Lass dich besser rechnen, ja. Dein Leben war eine ziemliche Achterbahn bisher. Was stellst du dir so für deine nächsten Lebensjahre vor? Ich lebe nach dem schlauen Satz eines Italieners. Also in Italien sagt man, stirb mit Arbeit in der Hand. So werde ich das machen. Ich werde, was soll ich auch sonst machen? Ich bin auch erfüllt von dem, was ich lese viel. Ich lese jeden Tag 5, 6 Zeitungen, ich lese Bücher. Ich habe keine Zeit. Im Grunde habe ich nicht mal Zeit zu sterben. Ja? Und ich werde auf jeden Fall, wenn ich weiß, dass ich komme, ins Sterben komme, ich bin ja bereits am Sterben. Das mögen die Leute nicht hören. Aber ich bin fast 75 Jahre. Ich merke doch schon, dass ich mit dem Arsch nicht mehr so wackeln kann wie früher. Also bin ich schon im Sterbevorgang. Hast du Angst vor dem Tod? Nein, ich habe nur Angst, mit der Gehhilfe irgendwo rumzulatschen. Ich habe auch schon, ob du es glaubst, und ich habe sogar schon einen Leichenbestatter, wohnt in Wuppertal. Ich habe mit ihm gerade nächste Woche wollen einen Vertrag machen, wie ich von der Welt segel. Nicht auf die herkömmliche Art. Du hast aber in einem Interview gesagt, du möchtest an einer Dieselsäule begraben sein. Hast du das aus Quatsch gesagt? Ja, das habe ich so gesagt, weil der Besitzer sagt, an welcher denn nun eigentlich? Ich meine Geisel Windin. Ne? Ich habe mich jetzt eines Besseren belehren lassen durch Karl Lagerfeld. Er sagte, wenn ich tot bin, ab in den blauen Müllsack und fertig. Und so sehe ich das auch. Also dieses Brumborium darum. Dann, wenn er tot ist, er war der Größte, er war der Netteste. Was hatte der für Ideen und so? Dann ist es zu spät. Wie sollen die Leute denn mal über dich reden? Er war ein Arschloch.
Aber irgendwie ganz gut. Gunter, ich hoffe, der Zeitpunkt ist noch ganz weit weg. Wir sehen dich erstmal wieder. Am 27. Juli singt Gunter Gabriel nämlich wie immer an der Maschseequelle. Und ich habe dir versprochen, dass du deinen richtig großen Wunsch, den du zu Hannover hast und die Maschseequelle, dass du die noch mal für den Oberbürgermeister in die Kamera sagen kannst. Ja. Das ist lieber Herr Schostock, Sie wissen doch, wir beide sind seelenverwandt. Und nichts kann mich mehr nach Hannover locken, als diese Maschseequelle. Die verrottet da, keiner kümmert sich richtig drum. Die Airbrusher, die Graffiti-Leute, schrecklich. Ich gehöre dahin und mache da einen schicken Club raus, vielleicht ein kleines Studio rein. Und dann bin ich wieder Hannoveraner. Der Oberbürgermeister Bitte. Ist ein Freund von H1. Hoffen wir, dass Bitte. Er deine Bitte gehört hat. Bitte. Und dir wünsche ich noch ganz viele tolle Songs. Danke, dass du da warst. Vielleicht spielst du deinen Lieblingssong noch, dass wir damit die Sendung ausklingen lassen. Und ich sage schon mal danke, okay. dass du da warst und mach es gut. Mein Lieblingssong ist der, der für uns alle gilt, wo es am schönsten ist. Komm unter meine Decke. Und da mach es dir bequem, bis ich dich dann wieder wecke. Soll es dir nicht schlecht ergehen? Oh, ich sage dir, komm unter meine Decke. Du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich nach dir recke und strecke, der Song war übrigens in Bayern anfangs verboten. Echt? Dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Okay. So, vielen Dank. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.